Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier und haben tatsächlich uns eine neue Starterbatterie geholt aus der Forschungseinrichtung und haben da ein bisschen mehr über die Hellmenschen erfahren. Also, dass die nicht nur uns angegriffen haben, sondern auch die anderen Forscherkollegen auch. Und genau, wir haben die Starterbatterie, das heißt, wir müssen zurück zum Schiff und wir müssen jetzt woanders hin. Wir wollen diesen Dschungel hier verlassen. Und genau, dafür haben wir jetzt die nötigen Vorbereitungen. Und genau. Oh Gott, das sind zwei! Ah, verdammt. Gut, egal. Genau. So im Prinzip jetzt der Werdegang der letzten... Das ist noch einer. Der Werdegang der letzten Folge. Ist noch einer. Da ist noch einer. Ihr wollt noch mehr? Ihr kriegt noch mehr. Ihr kriegt noch mehr vom guten Zeug hier. Ihr kriegt noch mehr von dem blauen Schlumpfeis. Das ist nämlich irgendwann Schlumpfeis, diese Kugel. Ich weiß auch nicht. Habt ihr es gesehen? Wie er seinen Kopf geneigt hat. Oh mein Gott. Das sah so witzig aus, Leute. Einfach so wie so ein Troll. Der Raptor. Einfach so um die Ecke gekrochen, ey. Na gut. Okay, Dschungel Nordroute 1. So, wir sind gleich da. Sind gleich am Schiff. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir hinfahren. So. Ah! Hier ist noch einer, genau. Da auch. So, ihr wollt wahrscheinlich noch mehr jetzt hier haben, ne? Genau. Ihr wollt mehr von dem guten Zeug hier haben. Schlumpfeis. Oder Regenblau, Himmelblau oder wie das heißt, ne? Das heißt bei uns Schlumpfeis. Also dieses blaue Eis. Dieses extrem süße blaue Eis, was so wie Kaugummi schmeckt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, Leute, zweimal Konter. So, dann hier zack. Und weiter zack. So, wer will noch mehr Schlumpfeis hier? Wer will noch mehr Himmelblau? Da, da oben, du. Genau. So, wunderbar. Wir müssen jetzt hier links durch die Tür. Allerdings hätte ich ganz gerne noch ein paar Dinos platt gemacht hier. So. Da, genau. Boah. Und da auch nochmal. Meine Güte, ey. Hier muss man ja echt ein Jäger sein. So, haben wir jetzt hier alle? Oh, wir haben alle. Sehr gut, Leute. Wieder eine 16er-Kombo ohne Schaden. Geil. Okay, alles klar. Wunderbar. Wieder ein 10.000 Punkte-Raum. Laufen jetzt hier auch... Ach, die laufen auch als Raptoren rum. Okay. Das ist interessant. Hier waren beim letzten Mal Allosaurier. Ach, verdammt. Schaden gekriegt. Na gut. Leute, so. Ja, aber zum Glück können wir jetzt nicht mehr bluten, weil wir auch beim letzten Mal diese Weste gekauft haben. Dadurch, dass wir die gekauft haben, können wir nicht mehr bluten. Die verhindert, dass wir bluten. So, da ist noch einer. So, ja, komm hoch hier. Und tschüss. Schön im Flug abgefangen. So, dann... Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. So, den auch schön im Sprung abgefangen. Sehr schön, Leute. Ah. Wahrscheinlich ist euch auch schon aufgefallen, dass die Dinos hier die gleichen sind wie im ersten Teil, ne? Da haben sie einfach die aus dem ersten Teil übernommen, die Dinos. Genau, da waren die ein bisschen faul und auch der Körper von Regina, den haben sie auch einfach übernommen. Da haben sie gar keine Änderung gemacht. Da waren die Entwickler einfach ein bisschen faul. So, Leute, wir sind am Dock. Kommt jetzt hier nochmal ein Allosaurus? Oder was haben wir hier? Nee, ist tatsächlich nichts. Okay, cool. Ich muss mich mal heilen, oder? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich möchte das Menü. Objekt, Heilung. Ja, ich muss mich mal heilen. Und die Reanimation, die brauche ich eigentlich nicht. Na gut. Dreimal die Reanimation.
Im ersten Teil hätte ich die jetzt natürlich gemischt, ne? Mit File Ace. Aber das gibt's ja hier nicht. Okay, Leute. So, wir sind jetzt auf dem Schiff. Das Wasser, das sieht aber gut aus. Schaut mal, schaut euch das an. Das Wasser sieht gut aus. Und, aber das Schiff, das sieht so aus, als würde das über dem Wasser schweben. Oh Mann. Na gut. Okay. Gehen wir mal rein zu Regina. Kommt wahrscheinlich eine Cutscene jetzt, ne? Genau. Ach nein, schon wieder weg. She's gone. Yeah, I can see that. You know what else is weird? I've checked the stats on all the residents and soldiers, but I couldn't find any profile fitting her description. It's like she doesn't exist. Well, I was thinking, maybe she's not one of the survivors at all. What if those helmet people are from a completely different time than ours? What? Nah, never mind. We found parts that might help fix the ship. But what matters now is we still haven't found any survivors or helpful data, so we must move on and search elsewhere. This control panel is programmed to search for the areas where we can dock. Use it. Right. Dylan gibt Regina die Startbatterie. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Okay. Da das Patrouillenschiff nun betriebsbereit ist, erkundete jetzt noch unerforschte Gebiete. Na toll, draußen ist ein Krankenwagen. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Können wir noch mal was zu Regina sagen hier? Tatsächlich, wir können doch noch mal rein. Schiffskabine, okay. Was sagt sie uns denn? Wo ist sie denn überhaupt? Ah, hier. It won't do us any good to stay here. Let's move on. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja noch ein bisschen Smalltalk halten. Oh mein Gott, der Krankenwagen ist vorbeigefahren. Aber zum Glück nur Blaulicht. Zum Glück. Okay. Leute, dann müssen wir tatsächlich jetzt das Schiff bedienen. Oh mein Gott, ich wollte sagen, Leute. Edward City und dritte Energieeinrichtung. Wir haben zwei Wegpunkte. Ich glaube, da müssen wir noch nicht hin. Da ist, glaube ich, die Tür sogar noch zu. Da kommen wir so oder so hin. Wir müssen jetzt, liebe Leute, in diese dritte Energieeinrichtung. Da wir auch die Alide-Karte dafür gefunden haben. Gut, liebe Leute, dann Bereichscode, dritte Energieeinrichtung. Los geht's. So. Oh. Oh, geil! We're surrounded. Don't worry. I'll take care of this. Oh, geil! Okay. Schieße mit der Kanone auf die Dinosaurier, bis das Ziel erreicht ist. Oh, was geht denn jetzt ab? Condition green. All system functionable. Safety mode on. Off. Oh, geil, Leute! Minispiel. Oh, 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 okay. Minispiel. Geil. Okay, Leute. Boah, wir haben hier diese üblen... Wir haben hier diese üblen... ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Diese Seesaurier. Ich weiß leider nicht, wie die heißen, Leute. Aber da könnt ihr mir bestimmt auch helfen, wie die heißen, ne? So, wir müssen die einfach jetzt hier mit unserer geilen Kanone abballern. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass das irgendwie gar nicht invertiert ist hier. So, Alter, nein. Oh, schlecht. Schlecht. In der zweiten Phase noch hier. Boah, Leute. Boah, shit. Okay. In der ersten Phase schon noch Schaden gekriegt hier. Oh Mann, ey. Aber Leute, es ist nicht invertiert. Warum? So, okay. Schade, dass ich da Schaden gekriegt habe, ey. Rechts unten sehen wir die Karte. Oh, Flugsaurier. Pteranodons. Okay. Rechts unten sehen wir die Karte. Wir fahren also über das
über den Ozean quasi. Und wir werden, die wollen nicht, uns nicht hier durchlassen, ja. Gut, dann. Ja, das macht Spaß. Das ist richtig cool, ey. So. Ich denke irgendwie immer, dass es invertiert. Ich weiß auch nicht warum. So, was kommt jetzt? Oh, ich glaube, jetzt wird's hart. Jetzt wird es hart, Leute. Jetzt kommen nämlich beide Arten auf einmal hier. So. Einmal diese Seesaurier und einmal die Flugsaurier. Oh mein Gott, ey. So, und hier. Komm, komm, komm. Genau. Oh, sehr schön. Alles klar. Ich musste mich mal kratzen hier. Ja, da habe ich gerade keine Zeit für. Was, 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 was? Okay. So, zack, zack, zack. Alle weg hier. Bam. So, sehr schön. Die Dinos, die sich anhören wie Kühe irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, bam. Bam, 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 bam. Wow. Das macht schon Spaß, ja. Okay, den noch. Oh, hier ganz vorne. Und bam, bam, bam. Okay, sehr schön. Ach, okay, Leute. Hätten wir diesen einen Schadenspunkt nicht gekriegt. Schade. Nee. Tue ich nicht, Regina. Tue ich nicht. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Cockpit. 23.000 Punkte. Boah. Oh, und wir sind Regina und ein Safe-Raum. Dann schaue ich mir doch mal an, ob es hier neue Waffen gibt. Tatsächlich. Oh, Leute. Schweres MW und ein Raketenwerfer. Oh mein Gott. Das kaufe ich mir alles. Schweres MG und ein Raketenwerfer. Hammer. Geil. Werkzeug. Powerbatterie. Nehme ich mir auch. Jetzt nehme ich einen stärkeren Elektroschocker. Oh, wie geil, Leute. Wie geil. So, Waffen haben wir nichts. Munition, Magazin. Definitiv für den Raketenwerfer. So. Auf 50 bitte hoch. Oh, Raketenwerfer, Leute. Oh mein Gott. Und dieses Teil, liebe Leute, dieses Teil ist einfach nur übertrieben mächtig. Dieses schwere MG, Leute. Wir können uns direkt hier die Waffen kaufen. Ist das nicht geil? So, wir sind hier auf dem Schiff, okay. Und dann haben wir hier Waffen. Hauptwaffe. Raketenwerfer. Info. Feuert 3 Lenkraketen auf einmal. Sicherlich eine der stärksten Waffen. Krass, ne? Dass wir jetzt schon die stärksten Waffen kriegen. Guckt euch den Schaden und den Radius an, ey. Verdammt krass. Und das Ding hier. Schnelles und kraftvolles Feuern. Nützliche Waffe. Tempo hoch, Schaden hoch, Radius mittel. Das ist heftig, Leute. Die nehme ich aber auch direkt. Und ihr seht jetzt, wir haben einen roten Elektroschocker. Hammerwaffen, Leute. Hammerwaffen. Weil, seht ihr gleich, warum. Warum die so Hammer sind. ich würde sagen, wir sind in einem neuen Gebiet, Leute. Wir sind in einem neuen Gebiet. Schaut euch das an. In einer dritten Energieeinrichtung sind wir jetzt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal. Dritte Energieeinrichtung. Dock. Und? Genau, Leute. Dann schaut mal hier. Neue Gegner. Die allerdings mit einem Schuss von dem Ding kaputt sind. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das Ding an. Richtig heftiges Teil, ey. So. Aber die sind halt mit einem Schuss kaputt. Was soll ich das sagen, ey? Diese Wassersaurier. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Die hören sich auf jeden Fall wie Kühe an hier. Und genau, die sind halt mit einem Schuss von diesem übertriebenen MG sind die kaputt.
Genau. Und ja, so geht's natürlich, ne? Oh, schaut mal, wir sind hier in so einem, echt in so einem Hafen oder sowas. Gut. Dritte Energieeinrichtung Gehweg 1. 17.000 Punkte. So, was haben wir hier? Da ist noch mehr. Wollt ihr noch mehr? Ja, könnt ihr gerne haben mit meinem... Oh, schaut euch mal an, wie riesig auch diese Waffe ist, ne? Die ist fast so groß wie Regina. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, schaut mal da, Leute. Wir sind hier in so einem Komplex irgendwie. Einfach immer geradeaus anscheinend, okay. Gut, dann zack. Das noch mehr. Zack. Da, zack. Diese Wassersaurier, die sich anhören wie Kühe. Keine Ahnung, ey. So. Ihr haut jetzt bitte alle ab. Ich glaube, mit der... Ich glaube, wenn wir diese Waffe nicht hätten und auch den Raketenwerfer nicht, hätten wir hier ordentlich Probleme bekommen. So. Aber das hier ist ja relativ entspannt, muss ich sagen. So, sagt sie hier... Oh, da ist noch einer. 15. So, hier sagt sie aber auch gar nichts, ne? Das ist einfach nur ein sturer Weg. Okay, hier kann man gar nichts irgendwie anklicken oder so, okay? Minipack? Ein großes, oh ja, gerne. Dankeschön. Hier kann man überhaupt nichts anklicken. Da steht unser Schiff, schaut mal. Im Hintergrund da verwaschen. Sieht schon cool aus irgendwie, das Schiff, ja? Sieht schon cool aus, okay. Dann geht's hier in die nächste Tür rein. 8 Minuten haben wir noch. Und wieder 23.000 Punkte, ey. Boah, das ist schon ordentlich, ey. Was haben wir hier jetzt? Haha, Leute, hier haben wir jetzt Flugsaurier, wie ihr seht. Und wir sind jetzt hier, okay. Hier haben wir jetzt Flugsaurier. Das heißt, ich werde jetzt meine Waffe tatsächlich auf den Raketenwerfer umrüsten. Weil, schaut euch das an. Bam! Zielsucher. Schaut euch das an, Leute, hier. Diese mächtigen Waffen, ey. Oh mein Gott, deswegen liebe ich Dino Crisis 2. Deswegen liebe ich Dino Crisis 2, ey. So. Diese mächtigen Waffen einfach. Warum dreht die sich immer um? Was zur... So. Hier kann uns jetzt keiner mehr was. Zielsuchraketen. Hammer, ey. Richtig geile Waffen. Da haben die jetzt keine Chance mehr. So. Ha, schau euch das an. Butz. Sehr schön. Aber die Muni ist, glaube ich, ziemlich teuer. Da ist noch einer. Aber ihr seht uns, die Flugsaurier, die kommen uns noch nicht mal in die Nähe hier. Das ist einfach heftig. Das ist einfach heftig. So, da liegen Fässer im Wasser. Das ist immer scheiße wegen Naturschutz und so. Aber da sagt sie nichts zu, okay. Wieder 16.800 Punkte. Dritte Energieeinrichtung Lager. Haben wir hier was? Haben wir hier was? Oh ja, tatsächlich. Oh, der Raum ist ein bisschen enger, Leute. Das ist immer so optimal, wenn der Raum so eng ist. Weil dann kann die Waffe sich nicht entfalten. Ah, da ist noch einer. Okay. Bam hier. Und weiter hoch. So. Und hier. Na komm. Feuer die Raketen ab hier. Ist das krass. Leute, ist das krass. Okay. Da ist ein LKW oder so. Alter, okay. Der wollte uns gerade sogar angreifen. Nix da. Nicht mit mir. Ich habe Raketenwerfer. So, ist das geil. Das macht übelst Spaß, Leute. So. Schön hier mit den fetten Waffen rumzuballern. Da ist noch einer. Sogar zwei. Okay. Aber wie gesagt, das hätte echt nervig werden können hier, wenn wir nicht diese Riesenwaffen hätten. Aber mittlerweile ist das ja echt wie Kindergeburtstag. Das ist echt wie Kindergeburtstag hier. So. Und bam. Und da ist noch einer. Nee, okay. Ah, da ist noch einer. Ach. Sogar zwei. Da ist noch einer da oben. Jetzt aber nicht mehr. Okay, wunderbar. Noch mehr? Noch mehr Flugsaurier?
Nein, perfekt. Okay, aber hier können wir uns doch jetzt mal umgucken. Okay. Was haben wir denn hier? Nix. Du sagst einfach gar nichts zu. Sagt sie zumindest was zu diesem LKW? Darunter liegt was. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Ach, wie geil. So. Terrano dann. Ah, der Flugsaurier, ja. Mhm. Okay. Bedeutung? Geflügelt und zahnlos. Länge 3 Meter, Spannweite 6 Meter. Beobachtungsbericht. Sie ernähren sich zumeist von Fisch. Ja, warum greifen die uns dann an? Naja. Diese fliegenden Reptilien werden normalerweise an Seeufern gefunden. Sie gleiten bei ihrer Suche nach Fisch über das Wasser. Mit hoher Geschwindigkeit tauchen sie dann nach ihrer Beute. Obwohl ihre Nahrung zumeist aus Fisch besteht, fressen sie auch kleine Reptilien und Säugetiere. Sogar Menschen. Ah doch. Okay, alles klar. In der letzten Zeit haben die Pteranodone begonnen, Menschen nahe der Einrichtung anzugreifen. Ja, das habe ich festgestellt. Sie tun dies, um ihr Territorium zu beschützen. Kampfhinweise. Wenn sie über dir kreisen, ist es sehr schwierig, sie zu treffen. Oh ja, hat man mit der Doppel-Uzi gesehen. Oder mit der Pistole. Sie scheinen zwar sehr langsam zu fliegen, manövrieren jedoch blitzschnell. Bevor sie angreifen, gleiten sie eine Runde um dich herum. Dann, das ist deine Chance, sie abzuschießen. Okay. Aber denk dran, ihre Haut ist ein natürlicher Panzer. Sie ist dicker, als sie scheint. Hm, halten viel aus, die Dinger. Wenn du zu sehr mit dem Abschießen eines von ihnen beschäftigt bist, werden dich die anderen unvorbereitet angreifen. Ja, das stimmt. Wegen dieser Gefahr ist die Wahl der richtigen Waffe sehr wichtig. Ja, die haben wir ja so in Form des Raketenwerfers. Muss beim Holen von Gütern von den Dinosauriern angegriffen worden sein. Okay. Okay, Leute. Noch irgendwas hier? Container? Sagt sie irgendwas dazu? Die Fässer hier? Da ist aber eine Leiche, Leute. Die gucke ich mir an. Und danach würde ich sagen, mache ich auch die Folge zu Ende. Weil wir sind schon wieder bei 22,5 Minuten. Oh mein Gott. So, Papiere eines Soldaten. Es sieht so aus, als ob dies unser Ende sei. Wir haben dies alles überlebt, nur um von Menschen getötet zu werden. Wer sind diese Leute, die in den Reiteranzügen mit den Helmen auf dem Kopf? Ja, das ist... Ich weiß noch nicht mal, ob das Menschen sind, aber wahrscheinlich. Irgendwie habe ich es geschafft zu entkommen. Aber ich glaube, ich habe den Schlüssel für diese Einrichtung verloren. Wie dumm von mir. Das kann nur an einem Ort passiert sein. In der Nähe der Quelle im Dschungel. Genau, Leute, erinnert ihr euch an diesen Wasserfall mit dem Blatt im Dschungel? Da haben wir diese IT-Karte im Busch gefunden und darauf will der Typ jetzt hinaus. Genau, Quelle im Dschungel. Dafür, dass sie so klein ist, ist der Lauf der Quelle ziemlich schnell. Ich muss schnell dahin zurück, sonst treibt die Strömung den Schlüssel weg. Den haben wir aber schon geholt. Die Disk, die ich Colonel Menschen bringen sollte, wurde von den Helmen gestohlen. Ah, diese Helmmenschen, ey. Ich glaube, die Daten hatten etwas mit einer Autopsie zu tun. In dem Forschungslabor in der letzten Folge. Da, seht ihr es nochmal, Leute. Das ist der Bereich in dem Dschungel, wo wir diese ID-Karte gefunden haben für diesen Bereich. Genau. Habt ihr hier noch irgendwas? Er muss in den letzten Tagen gestorben sein. Sein Körper sieht in der Mitte aus, als ob er weggeblasen worden. Ach du Kacke. Es scheint, dass ihn die geflügelten Biester gefunden haben. Da seht ihr das mal ganz schön, ne? Die Hintergründe. Leute, der Typ, der ist zur Hälfte verpixelt und zur anderen Hälfte sieht der richtig gut aus. Das liegt, wie gesagt, an meinem Emulator. Werde ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Ansonsten, ansonsten müssen wir es erstmal so spielen. Hier sagst du nichts mehr zu. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Hier in diese Tür gehen wir beim nächsten Mal. Sie ist elektronisch verschlossen. Um sie zu öffnen, brauchst du die dritte Energie-ID-Karte. Genau, die haben wir ja.
Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Da würde ich mich sehr freuen. Und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.